Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Orient Blind Forest. Wir kommen hier nicht durch. Nee, leider kommen wir da nicht durch. Wir müssen wieder zurückgehen. Wir sind gerade beim Trauerpass und sind auf dem Weg oder wollen halt den Sonnenstein bergen. Der scheint irgendwie da oben zu sein oder so. Oder vielleicht, da ist auf jeden Fall erstmal unser Ziel. Das ist ein sehr weiter Weg, wie man sieht. Also es geht hier ordentlich nach oben. Daher, das ist unsere Mission. Eine der, also die letzte große Mission, wie das so klingt. Wir müssen jetzt hier durch. Wir sind schon im letzten Part hier runtergeglitten und das war nicht gerade schön, aber jetzt passt es an sich. Zack, und hier hoch. Autsch! Autsch! Das war unfair. Da kam plötzlich so ein anderes Teil nach. Autsch. Man muss hier gut aufpassen. Schnell hier durch. Ah, lieber kurz warten. Kurz warten. Okay, so passt es schon mehr. Und hier hoch dann. So. Ach, da ist ja auch noch Stacheln und auch kein sicherer Boden. So. Oh, hat mich trotzdem ein bisschen verletzt. Egal. Jetzt sind wir hier oben. Das ist noch ein anderer Weg, wo wir noch nicht lang sind. Ich werde mal gucken, was hier ist. Ah, wir kommen da noch gar nicht durch. Oder vielleicht doch. Vielleicht doch. Vielleicht das Ding da hinschmeißen. Ja, sehr schön. So macht man das. So macht man das. So. Und dann können wir hier von hier aus weiter nach links. So, den da mal ganz schnell besiegen. Ich weiß nicht, ob ich den da nach oben hinschmeißen kann. Ich lasse es mal lieber. Das ist hier drin. Einfach nur, ja. Aha, da gibt es ein Geistertor. Okay. 4 Geistertor-Dinger. 2 haben wir. Aber wir hatten doch woanders schon Geistertor, oder nicht? Hier nämlich. Nee. Ich dachte, wir hätten irgendwo woanders noch ein Geistertor gehabt. Aber anscheinend nicht. Okay. Dann gut zu wissen. Gut zu wissen, dass da noch ein Geistertor ist. Da oben kommen wir sowieso nicht. Stimmt, da oben kommen wir sowieso nicht hin. So. Ah, da sind Stachel. Eieiei. So. Komm, ich möchte das wenigstens hier aufmachen, dass wir wieder auf dem gleichen Stand wieder sind. Aber ja. Da oben kommen wir ja eh nicht weiter. Genau. Wir haben sonst hier weiter nichts mehr zum Sammeln. So. So, weg. Hier rüber. Hier um geht's aber auch irgendwie lang. Ja. Da haben wir dich, Pete. Dieses Pete, das war im letzten Part extrem nervig. Es geht immer weiter nach hinten. Nicht. Okay. Boah, da muss man sich aber auch schon ordentlich konzentrieren, damit man da ja nicht getroffen wird. Hat aber ein Glück alles funktioniert. Ich speichere jetzt auch mal. Ist mir sicherer. So, gut. Dann geht's wieder nach unten und gehen wir mal hier rüber. Warte, da ist da auch noch irgendwas. Da geht's doch hoch. Da, genau, hier. Nee, hier geht's nicht. Und warum ist hier. Okay, das verstehe ich nicht. Okay, von hier aus kann ich wenigstens noch mal kurz auf die Karte gucken. Auf der rechten Seite müssen wir jetzt weiter. Also hier. Das finde ich aber nicht so schön, dass wir. Obwohl, ich kann auch hier unten lang. Der untere Weg ist, glaube ich, ein bisschen sicherer. Autsch. Komm du mal weg da. So, dann sind wir hier. Dort rechts geht's aber auch noch lang. Eieiei. Du solltest hier hoch, danke. Gehen wir erstmal hier hoch. Nice Part. Energiezellen, das finde ich super. Da, die nehme ich mich mit. Auf der rechten Seite geht es dann noch da lang, aber da kommen wir, glaube ich, nicht durch. Genau, da kommen wir nicht durch. Das soll mir recht sein. Aha. Hier kommen wir aber auch nicht weiter. Aber wir haben jetzt 4 solche Teile, richtig? Richtig. Dann können wir beim Geistertor da unten links weitermachen. Genau. Ah, ich mag so das Gebiet an sich. Ist aber nicht gerade einfach. So, hier mal entlang. Dann ging es hier hoch, richtig? Richtig. Dieses blöde Fieder. Da ist noch eins, das sehe ich ganz genau. So. Und ich hier wieder.
Haben wir dich, haben wir dich, haben wir dich. Okay, nicht zu voreilig sein. Nicht, dass ich in die Stacheln gelange. Ich wollte schon sagen, geht das Tor jetzt gar nicht auf. Habe ich immer noch nicht genug, aber doch. Hat alles gepasst. Also es ist jetzt auch nur ein Durchgang nach unten. Wozu habe ich das Ganze jetzt hier gesammelt? Obwohl, ach, hier links geht es noch weiter. Okay. So, der muss hier immerhin schnell weg. Oh, er hat das da unten aufgemacht. Das ist nicht schlecht und du kannst gleich mal unten bleiben. So, mal ein paar Lebenszellen wieder zurück, bitte. Danke. Eine blöde Spinne da hinten. Ich mag keine Spinnen hier. Mal hier ist auch so. Hier ist es auch so eng. Da kann man halt relativ schnell getroffen werden. Wie zum Beispiel gerade hier. Jetzt. Okay. Da oben scheint noch was. Ah, die Spinne muss wieder belebt werden. Ich muss nochmal kurz zurück. Ich habe was übersehen. Vielleicht. Oder besser gesagt, nicht gesehen. Gehen wir mal kurz hier runter. Mal ein paar Energiezellen ruhig mal holen. So, die Spinne sollte jetzt bestimmt wieder da sein, oder? Die ist nicht da. Weil da oben ist ja auf jeden Fall auch noch was. Das sieht man ja. Ich habe keinen Bock auf den da unten. Ich will da nicht runtergehen. Ich gucke jetzt, ob jetzt die Spinne da ist. Sonst. Ah, ich muss doch noch mal ein bisschen weiter weg, damit die neue spawnt. Dich da unten. Dich mag ich überhaupt nicht. Der hat halt im letzten Part die großen Probleme gemacht. So, jetzt habe ich dich aber wunderbar bekommen. So, gehen wir mal ein bisschen hier zurück. Ich denke mal, das reicht. Dass die Spinne neu spawnt. Und du spawnst hier auch anscheinend neu. Aha. Dann muss ja die Spinne jetzt auch da sein. Wunderbar. Ja, hatte ich recht behalten. Sehr schön. Ein paar Erfahrungspunkte. Nice. Und hier ist ein Hebel. Wofür ist dieser Hebel da? Ganz. Oh, ein Fähigkeitenpunkt. Nice. Das ist natürlich cool. Da oben war ich jetzt noch nicht. Aber da werden wir auf jeden Fall noch hinkommen. Das ist jetzt schon mal klar. So, Spinne mal bekämpfen. Oh, jetzt hat sie ordentlich Schaden bekommen. Wunderbar. Wunderbar, hier drin sind ein paar Punkte. Auch nicht schlecht. So. Da oben ist etwas, aber da komme ich nicht hoch, weil. Genau. Speichern wir mal. Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Da ist auch noch so ein Fähigkeitenpunkt. Aber wie ich da hinkommen soll, weiß ich nicht. Da muss es irgendwo nochmal einen Schalter geben. Aber wo der Schalter sein und wie ich dann generell da hochkomme, keine Ahnung. Auch wenn das Ding auf ist, ich komme ja da trotzdem nicht hin. Na gut, gehen wir erstmal weiter. Landen wir hier mal und hier rüber. Wunderbar, sehr schön. Geht's hier noch irgendwie hin? Nein. Jetzt spaltet sich der Weg wieder auf. Aha, hier ist mein Fähigkeitenpunkt. Sehr schön. Bei Fähigkeitenzelle. Okay, dann gehen wir hier weiter. Noch mal ein bisschen Energie. Komm, speichern wir einmal ab und kriegen neue Energie. Ach, du schon wieder. Du schon wieder. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Nicht traurig sein. Ich mag dich einfach nur nicht. Mir jetzt wieder so viel Schaden gemacht. Finde ich nicht schön. Auch wieder ein neues Geistertor anscheinend. Für irgendwo. Geht's da lang? Ein großer Raum. Irgendwie ein Verbindungsraum, habe ich das Gefühl. Aber hier geht's nicht weiter. Ist da oben weiter? Nein. Oh, ich will da unten nicht landen. Nein, stehe ich nicht so drauf. Hier könnte ich hochspringen? Nein. Doch, 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 kann ich. War auch nicht so weit, nee. Okay, gut. Der Raum ist erstmal nutzlos für mich. So, hier kommen diese Strahlen. Jetzt ganz vorsichtig. Ja, einfach da. Ist klar. Einfach da stehen bleiben. So,
So, jetzt. Da ist. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Da ist noch eine Lebenszelle. Eieiei. Das heißt, ich muss da irgendwie hinkommen. Ich brauche diese Lebenszelle. Ah, du dummes Ding. Ja. Ich mag den nicht. Ich mag den nicht. Der ist mir sehr unsympathisch. Komm, jetzt schaffe ich das aber mal ein bisschen ohne getroffen zu werden. Ja, sehr gut. Speichere ich direkt ab. Das muss abgespeichert werden. Nochmal kurz hier hingucken, damit wenigstens das von der Karte her hier. Aber da geht's um. Trotzdem irgendwie weiter, aber wir kommen da einfach nicht hoch. Nee. Gut. Machen wir jetzt hier. Und dieses Mal bleiben wir nicht da stehen, da wo dieser Strahl rauskommt. So, Vorsicht. Fragment Nummer 3, Nummer 4 direkt auch noch. Wunderbar. Okay. Jetzt kann ich greifen und stoßen. Aha, das ist für unten. Das ist für unten, glaube ich. Was? Okay. Das ist sehr leicht. Leichter als ich gedacht habe. Also in Form. Leicht in Form von das. Das hier hochgeht. Oh, eine Energiezelle. Einfach so. Einfach eine Energiezelle. Okay. Hätte ich gleich hier abspeichern können. Und gut, kann ich auch jetzt im Nachhinein. Das ist kein sicherer Bereich. Da kann ich keine Seelenverbindung erzeugen. Okay. Aber hier. Und das nächste Tor wird geöffnet. Brauchen wir den Ball da noch irgendwie? Ich kann den jetzt leider nicht bewegen. Oder doch, ich kann den auch wegstoßen. Okay. Vielleicht brauche ich den hier irgendwie noch. Das kann natürlich sein. Ich park den einfach mal da. So. Speichern. Energiezellen. Das da oben sieht merkwürdig aus. Ah! Warte, warte. Das ist doch gut. Das ist gut. Das ist gut. Den können wir jetzt nämlich dahin packen. Wunderbar, wunderbar. So war es gedacht. So war es gedacht. Habe ich da oben jetzt irgendwas übersehen, ausgelassen? Nein, habe ich sogar nicht. Wunderbar. Das ist doch schön. Das ist sehr, sehr schön. So, Vorsicht. Immer schön mit dem Stoßen, ja. Stoßen arbeiten, das ist sehr, sehr gut. Aber es bleibt nicht ungefährlich. Hier ist auch kein sicherer Bereich, also speichern ist nicht. Aber komm, das klappt auch so. Hier unten kann ich aber... Nein, auch nicht. Wo sind denn sichere Bereiche? Ich weiß es nicht. So, wohin der hinkommt, das ist klar. Der muss da... Hier erstmal hoch. Dahin. Ja, fast. Ja, sieht schon besser aus. Naja, jetzt war es ein bisschen zu weit. Der wieder zurück. Hier hoch. Nein, nicht der. Ja gut, jetzt kann mein Ding... Autsch. Na toll. Na toll. Da geht's denn. Unter hier. Ja, es ist nicht gerade einfach, mit zwei solchen Brocken zu arbeiten. So, zack. Wunderbar, der ist an der richtigen Stelle. Hier wieder rüber. Ich kann hier keine Seelenverbindung erzeugen. Nicht mal hier unten oder so. Wird nichts. Speichern darf ich nicht. So. Und jetzt komm. Ja, das so soll es doch sein. So habe ich mir das gedacht. Kann ich jetzt vielleicht hier speichern? Nein, natürlich nicht. Weil dieser Gegner da oben macht mir wieder ein bisschen Sorgen. Aber ich kann den. Ja, sehr schön. Ich kann ihn von hier aus angreifen. Und ich kann mich ja auch hier schön festhalten. Wunderbar. Dann haben wir hier ein neuer Schalter. Okay, was macht der? Ach so. Ah, verstehe. Dann kann ich das da verwenden. Aber das Ding da hoch zu bekommen, das ist aber nicht gerade einfach. Oder muss ich ja nicht. Ja, das reicht hier, wenn ich den Brocken dahin packe. Ja?
Wunderbar. So ist es gut. Schöne Rätsel. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Wo war denn jetzt nochmal die Energiezelle? Die war doch da unten. Hey, wie soll ich an. Lebenszelle meinte ich. Wie soll ich an der rankommen? Da. Wir werden erstmal diese Abkürzung hier mal öffnen. Nee, geht nicht. Doch, kann ich. Sehr schön. Das kann man doch öffnen. Wunderbar. Dann geht's da eigentlich weiter höher. Aber wir gehen weiter runter wieder. Weil ich gucken möchte, wie komme ich an diese blöde Energiezelle ran. Da rechts geht's auch noch einen Weg lang. Ja, generell hier zwei Wege, die noch irgendwo hier lang führen. Es wäre mal gut, ein Kartenfragment zu finden. Mit so einem Stein, zugehörigen Stein. Warte, es wäre auch immer ganz gut zu speichern. Kann ich hier irgendwo speichern? Nee, es sind überall diese Monster hier. Ich mag diese Monster gar nicht. Habe ich dich, speichern. So, danke. Ich will mal hier hingucken. Ich glaube, hier geht es für mich gar nicht mal weiter. Könnte hier runter. Aber nein, hier geht es sogar gar nicht mal weiter für mich. Verstehe. So, ich wollte zur Lebenszelle. Weil einmal neues Leben oder ein Leben mehr zu haben, das ist schon sehr verlockend. Ich denke mal, so kann man es bezeichnen. Und ich muss ja da irgendwie hinkommen. Und zwar ist das... Nein, hier oben ist es nicht. Genau, hier oben ist es nicht. Und zwar hier. Hier muss ich irgendwie durchkommen. Die Frage ist halt nur, wie. Schieß mal, du bist doch so ein Schießding da. Aber selbst dann komme ich ja gar nicht da hoch. Obwohl doch, kann ich. Nein, das war jetzt nichts. Wenn ich mich daran so, stoßen kann, das weiß ich ja noch nicht mal. Komm hier wieder her. So, hier bin ich, hier bin ich. Ich glaube, diese Dinger sind gar nicht da. Einander da zu stoßen, nee. Kann mich mit diesen Partikeln nicht wegstoßen. Dann kann ich das wohl erst irgendwann später machen. Das ist natürlich schade, weil das ist eine Lebenszelle. Andere Möglichkeit wäre noch zu versuchen, folgendermaßen. Aber ich glaube dann durch. Nee. Dadurch passiert erst gar nicht mal was. Okay, dann lassen wir es sein. Dann lassen wir es sein. Zack, zack. Ah, yay. Ich gehe lieber unten lang. Lieber unten lang gehen. Das war knapp. Und dann kann ich hier nämlich hoch. Ganz gemütlich. Und dann sind wir wieder da, wo wir ja vorhin waren. Und es geht noch weiter hoch. Hi, yay, yay. Ja. Wir kommen unserem Ziel... Ein großes Stück näher. Ah, gut. Ein großes, kleines Stück. Oder ein kleines, großes Stück. Ich weiß es nicht. Puh. Okay, wieder Karten. Geistertorfragmente. Wahrscheinlich auch wieder vier Stück. Wir haben noch bisher noch, glaube ich, nie eine Tür mit weniger oder mehr als vier Fragmente gesehen. Und uns so gesagt, das hat. Gibt mehrere Formen davon. Ist das hier fies? Nirgendwo ein Ort zum Ausruhen. So, hier schön rüber. Oh, wunderbar. Hat funktioniert. Speichern. Rüber hier. Ach, da ist das Geistertor. Okay, links ist das Geistertor. Ich bin gerade auch gestorben. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß, dass links jetzt das Geistertor ist. Das heißt, ich kann. Oder nicht nur ich kann, sondern ich muss hier wieder zurück. Was sagt die Zeit? Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Eieieiei. Da geht es natürlich wieder weiter, nicht weiter hoch. So, da ist die Nummer 3. Ey, das ist doch fies, das ist doch fies. Dass ich das überhaupt hier schaffe. Eieieiei. Aber so schlecht bin ich gar nicht da drinne. Ich
habe schon in vielen anderen Momenten des Spiels Skilllosigkeit gezeigt, aber hier? Hier, zeig mal, wo der Hase hängt. Obwohl, ich habe nur noch ein Leben. Ich sollte nicht zu vorlaut sein. Eieiei. Vorlaut ist nicht gut. Schritt für Schritt. Wie gesagt, ich habe nur noch ein Leben und... Ich will heile. Beim Geistertor ankommen. Nein! Mann! Na, ganz normal. Okay, selbe Situation wieder. Ah, ich habe mich halt auch gerade eben noch billig treffen lassen. Okay. Versuche. Das Problem ist, dass hier das sehr, sehr eng ist. Aber ich habe es geschafft. Speichern. Und jetzt erst durch hier. Nicht andersrum. Weil sonst kommt hier dieser Gegner da und dann sagt er mir, nee, du darfst hier nicht speichern. Autsch. Ja, da bin ich nämlich gleich tot. Okay, gehen wir das schnell hier durch. Ich darf den noch nicht angreifen. Ich will den angreifen. Und dann noch der Gegner da hinten. Kommt, den haben wir. Den haben wir. Sehr schön. Und den kriegen wir da auch noch irgendwie. Ach, das ist schnell gemacht. Wunderbar. Sehr gut. Heieiei. Oh, neue Energiezellen. Ja, komm, dann speichern wir direkt mal hier ab. Hier kommt noch ein großes Areal an sich. Das ist heftig, wie viel Areal wir hier haben. Und es ist auch heftig, wie viel wir in diesem Part geschafft haben. Das ganze Zeug haben wir in diesem Part gemacht. Das muss ich mal sagen, das finde ich nicht schlecht. So, dann, wir müssen bedenken, daran können wir uns auch ein bisschen festhangeln. Oh. Ist das hier eine neue Fähigkeit? Dieser Geist, ein weiteres Opfer für Nibel. Nia stieg hoch in die Lüfte. Sie glitt durch den Himmel. Ihre Welt erschien grenzenlos, bis schließlich der Wald erblindete. Wow. Sein. Nee, Licht absorbieren. Ja, das heißt neue Fähigkeit. Sehr gut. Du hast den Supersprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du LT, das ist glaube ich ZL bei mir, gedrückt halten, bis der Sprung vollständig aufgeladen ist, dann A, um besonders hoch in die Luft zu springen. Okay. Cool. Und jetzt weiß ich auch, wie wir an einigen Stellen weiterkommen, weil dann können wir diese Dinger hier auch durchbrechen. Sehr gut. Da fällt mir so wirklich einiges ein, wo wir weitermachen oder wo wir noch was kriegen können. Das würde ich sagen, nehmen wir uns in Angriff. Einerseits natürlich die Lebenszelle da, der Fähigkeitenpunkt da. Aber da müsste ich dieses Tor erstmal öffnen und ich weiß nicht, wie ich dieses Tor öffnen kann. Ja, da gibt es so einiges, was man dann finden kann. So, dann gehen wir mal hier rüber. Hier hoch. Achtung, Gegner sind wieder da. Oh, das ist so neu, schnell neu spawnen. Ab und zu, oder öfters auch vorteilhaft, aber manchmal auch extrem nachteilig. Nein! Ja, ich hatte ihn doch fast. Oh, ich habe einen Erfolg bekommen. Tödlicher Ausweicher. Nice, weil der Gegner da gerade gestorben ist. Ich dachte nämlich, ich schneide jetzt mal. Das ist vielleicht besser. Und jetzt brauche ich auch keinen Cut mehr jetzt machen, weil wir sind hier angekommen und können dann hier hoch. Achtung, Vogel. Oh, der ist schön schnell besiegt worden. Wunderbar. Und dann ist sie hier nun die Lebenszelle. Nice. Das ist eine Lebenszelle von. Ja. Das war mein Ziel. Und wir haben an sich noch den Fähigkeitenpunkt, aber wie gesagt, keine Ahnung, wie ich da das Tor öffnen soll. Gut, der ist auch nicht so wichtig wie die Lebenszelle. Die Lebenszelle war jetzt äußerst wichtig und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, da nochmal zurückzugehen. Und dann werde ich jetzt wieder hier hingehen, wo wir gerade waren. Und das ist nochmal ein schöner weiter Weg. Huhu! Warte, bevor ich weitergehe, will ich kurz mal den hier besiegen. Kurz mal hier ran. Ah, ja, genau. So kann ich ihn schön angreifen und er kriegt mich nicht. Nicht ganz so, wie ich es wollte, aber okay. Weil hier kann ich ja jetzt auch hoch. Warte. So und zack. Na komm, du kannst mich da jetzt nicht treffen, aber er geht immer weiter weg. Irgendwann kann ich ihn nicht mehr treffen. Okay, ich muss hoch. Nein. Okay. Aber auch hier, ja, da ist ein,
Für die Karte. Das ist natürlich mega wichtig. Aber ich weiß nicht, wo ich dieses Kartenfragment an sich kriege. Das ist doof. So. Ja. Nützt mir leider jetzt nichts. Weil ich habe keine Kartensteinfragmente. Aber wenigstens weiß ich schon mal, wo ich dann die Karte einsetzen kann. Also das Fragment dann einsetzen kann. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Oh no. Ich habe nicht gespeichert. Also hier ist das letzte Mal gespeichert. Jetzt kann ich das Ganze nochmal machen, natürlich. So, und hier geht es dann im nächsten Part weiter. Freut euch darauf. Bis dahin. Und tschüss.